Hallo liebe Leute und weiter geht es mit Breath of Fire 3. Yay! Immer noch auf Nahrungssuche oder Zutatensuche, könnte man so sagen. Und wir sind jetzt bei der Downer-Mine, wie ich angekündigt habe, um euch den Weg zu ersparen, den ganzen langen Weg. Und jetzt suche ich hier mal den Wald, wo ich rein kann. Oder rein soll. Oder so. Auf jeden Fall soll sich hier in der Nähe der Meerrettich befinden, den ich brauche. Das heißt, ich werde hier mal die ganze Gegend abklappern. Angeln wird wahrscheinlich nichts bringen, weil Meerrettich kann man nicht angeln. Soweit ich weiß, kein Fisch. Deswegen werde ich hier mal ein bisschen gucken. Ich probiere es mal bei dieser Hütte hier, wo ein Fragezeichen drauf ist. Ob hier vielleicht irgendwas ist. Vielleicht finde ich hier ja Meerrettich. Aber erstmal muss ich hier ganz hochlatschen. Wenigstens sind hier keine Gegner. Schon mal wenigstens etwas. Ach, er ist ja hier. Stimmt ja. Er mit seinen Goblins. Verdammt, ich habe deinen Namen vergessen. Ah nee, du willst mein Meister werden. Lange nicht gesehen. Gibt es noch jemand, der etwas Magie lernen möchte? Nein. Du meinst, du willst dein Studium bei mir beenden? Ja. Sieht nicht so aus, als studiere hier irgendwer bei mir. Vielleicht ein anderes Mal, ja? Ah ja, wie auch immer. Ich kann mich... Ah, genau. Nee, oder? Ich überlege gerade, wie hieß der nochmal? Emitai oder so. Genau, Emitai war das. Das war der Typ, den war in der Arena. Also, wo ich im letzten Video einmal geguckt habe nach Natsutat. Das war der Typ, gegen den wir gekämpft haben. Den unfairen Kampf, an den kann ich mich noch sehr gut erinnern. Den wir ja Gott sei Dank geschafft hatten. Mit Mühe und Not. Naja. Ah, hier ist der Teleporter. Stimmt, hier können wir ja irgendwie nach Vinia teleportieren oder so. Okay, teleportieren wir uns mal. Mal schauen, wo ich jetzt lande. Ich sollte mir am besten merken, wo ich jetzt bin. Also, am besten merken, welchen Teleporter ich jetzt benutzen kann. Der Musik nach zu urteilen, bin ich im Schloss von Vinia. Okay, ich bin in Vinia, auch wenn ich es nicht wirklich wollte. Weil hier kann ich sowieso nichts machen, glaube ich. Aber immerhin habe ich es mal geschafft, hier nach Schloss Vinia zu finden. Ich überlege gerade. Soll ich hier weiter erkunden oder... Ich gehe nochmal zurück. Was mit Vinia, das kann ich vielleicht ein andermal machen. Ich bin jetzt auf Nahrungssuche. Oder Zutatensuche. Schließlich will ich... dieses Fischgericht irgendwie fertigstellen. Das Dumme ist nur, dass ich wirklich diese mickrigen Hinweise nur habe. Finden muss ich es ja selber irgendwie. Naja gut. Ich hoffe nur, dass ich irgendwie auch mal etwas Erfolg schaffe in diesen Videos jetzt. Weil... Wo bin ich denn jetzt? Wo zur Hölle bin ich jetzt? Ich bin irgendwie noch in der Nähe von Schloss Vinia, das sehe ich gerade. Boah, wie lange habe ich diese Teleporter nicht mehr benutzt? Achso, hier bin ich jetzt. Ah, gut. Gut, diesen Weg muss ich mir auf jeden Fall merken. Den habe ich irgendwie gar nicht mehr in Erinnerung hier. Na ja, gut. Weiß ich Bescheid. Ich sollte immer noch nach Reisbäumen Ausschau halten, die ich schütteln kann. Ich sollte auch mal die Party wechseln, wenn ich das versuchen will. Ich glaube ich... Nee, obwohl, das geht erst mit Start. Ja, genau, ich mache mal Start. Und dann wechsle ich mal die Party. Ich weiß jetzt nur nicht, wer schütteln kann. Ray wahrscheinlich nicht, oder? Ich probiere einfach mal alle aus. So, also erstmal Mitstreiter wechseln. Wir lassen Nina und... Momo raus und wechseln dafür erstmal Peko und Ray ein. Versuche ich es erstmal mit den beiden. Weil Gar kann, glaube ich, nur schieben, soweit ich das noch richtig in Erinnerung habe. Und ich werde es ja nicht schieben, ich will schütteln, die Bäume. Sofern ich einen Baum finde, den man so weit schütteln kann, der nah am Wasser ist. Ja, so einen Baum erstmal finden, ist gar nicht so einfach. Hier stehen zwar genug, aber ich kann ja hier jetzt den Charakter nicht wechseln. Deswegen... Moment.
Nee, das, da kam ich ja nicht dran. Okay. Ich kann noch mal hier gucken, ob hier vielleicht ein Baum steht. Sonst müsste ich irgendwo anders noch mal nachgucken. Hier, okay, das hat jetzt nichts gebracht. Da war zwar ein Baum, aber der stand irgendwie außerhalb der Karte. Ganz toll. Und hier ist auch nur eine Brücke, na klasse. Okay, hier brauche ich nicht gucken. Ich muss nach einem Baum gucken, da in der Nähe vom Wasser ist. Hier ist auch nochmal ein Angelplatz. Okay, könnte das vielleicht der Platz sein, wo die Makrele ist? Ich probiere es einfach mal. Versuch mal einen Fisch zu angeln. Get ready? Ja, Angeln macht ja so einen Spaß. Eigentlich nicht. Eigentlich nur, wenn man wirklich auch das fängt, das war zu weit, was man haben will. Na? Ach, verdammt, der will nicht. Na gut. Dann gucke ich mal, ob ich hier einen Fisch kriege. Ich glaube, eine Makrele ist auch ein etwas kleinerer Fisch, kann das sein? Na also. Jetzt will ich den Fisch haben. Was auch immer es ist. Ich werde es gleich sehen. Wenn ich nicht habe. Und es ist... ein Regen... eine Regenbogenforelle. Brauche ich auch nicht. Ich brauche eine Makrele. Keine Regenbogenforelle. Was bist du für ein Fisch? Schade, dass da nicht irgendwo steht, was da für ein Fisch ist, den man angeln kann. Irgendwie so unten drunter, wenn man da jetzt in der Nähe des Fisches ist. Das wäre echt schon praktisch. Dann wüsste man schon mal, ob es sich lohnt, den Fisch zu angeln oder ob man es gleich sein lassen kann. Okay, ich versuche es mal mit den Großen, aber eine Makrele ist nicht groß, das weiß ich. Deswegen lasse ich den lieber woanders. Okay, da ist ein fetter Fisch, den brauche ich auch nicht. Na klasse. Die große Fischsuche geht los. vielleicht brauche ich auch wirklich einen anderen Köder. Ich könnte es mal mit Lot versuchen, aber... ich weiß auch nicht so richtig. Also bei Breath of Fire 2 weiß ich nur, dass die Fische... teilweise nur angebissen haben, wenn ich einen bestimmten Köder drin hatte. Deswegen... probiere es einfach mal aus. Lot. Ich versuch's einfach mal. Na, wie falsch machen kann ich's ja nicht, also... raus mit der Route und... vielleicht finde ich eine Makrele. Ich sehe nur diese fetten Fische, die ich wahrscheinlich eh nicht brauche. Okay, ich... weiß jetzt schon, dass ich hier keine Makrele angeln werde. Nee, ist auch nur... nee. Na toll! Es war auf jeden Fall die Rede von Osten. Es war die Rede von ein... nee, Quatsch. Es war die Rede vom Westen. Wie komme ich jetzt auf Osten? Mensch. Im Osten war ein Kaffee. Aber im Westen war der Angelplatz, wo ich die Makrele finden soll. Ist ja vielleicht irgendwo... ah! Ich habe irgendwas gefunden. Okay, ist das der Baum, den man schütteln kann? Oder ich guck mal in dieses Zelt hier rein. Okay, hier sind zwei Leute drin, drei sogar. Okay, die kommen mir irgendwie bekannt vor. Das sind die Diebe, die... Sander und... verdammt, ich habe den anderen Namen wieder vergessen. Na egal, ja, auf jeden Fall die beiden Einhörner hatten. Hört sich an wie ein Haufen Krähen, die über Gold und Geld schwatzen. Nun, ich sage nicht, dass ich sie nicht mag, aber... aber was? Krähen sind Krähen. Sie fliegen und krähen. Absolut nichts Wertvolles hier. Auch kein Reis? Nee, eine Klugfrucht. Hast du vielleicht noch irgendwas? Diese Typen reden den ganzen Tag nur vom Geld. Gesindel, sag ich. Ein Haufen nutzloser Taugenichtse. Ja, du bist auch nichts Besseres. Na gut. Dieser Baum hier sieht auf jeden Fall sehr auffällig aus, aber... ich bekomme 5 Seni. Ich schlag mal hier kurz ein paar Bäume zu Kleinholz. Ja, da finde ich bestimmt keinen Reis drin, aber wer weiß. Nee, ich bekomme nur ein paar Seni.
Naja. Ich versuch's mal mit Ray. Dreieck war Aktion. Moment. Ich muss erstmal hier Ray richtig hinstellen. Verdammt. Ray, komm schon. Stell dich schräg, genau. Nee, macht er nicht. Und Peko? Moment. Ah! Ein Blumenjuwel, na toll, ist auch nicht das, was ich haben will. Ich will Reis, aber ich habe immer den richtigen Charakter für Schütteln. Ich würde sagen, da geht's auf die große Baumsuche. Es ist aber auf jeden Fall in der Nähe des Wassers, also hätte das eigentlich klappen müssen. Naja gut, Leute, ich würde sagen, ich habe schon mal wenigstens einen kleinen Hinweis. Jetzt muss ich nur noch den richtigen Baum am Wasser finden. Dann denke ich mal, es ist nicht mehr weit, bis ich zumindest schon mal eine Zutat habe. Ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal, ja, hier wieder, würde ich sagen. Und dann suchen wir noch ein paar Bäume. Also bis dahin, auf Wiedersehen. Ich hoffe, beim nächsten Mal finden wir auch endlich mal die erste Zutat. Ach, gut, Leute, bis dahin nochmal auf Wiedersehen.